Ah, bonjour, bonjour, herzlich willkommen, liebe geliebtes Freunde. Da sind wir wieder zurück in Kebab-Chefs. Wir haben immer noch denselben wunderschönen Tag, Nachttag, keine Ahnung, wie genau ich das bezeichnen soll. Wir gehen jetzt wieder zurück in mein liebstes Lieblingsrestaurant der ganzen Welt. Was bist du denn jetzt? Der sieht offiziell aus. Ich bin der Meinung, den sollten wir direkt mal abstechen und hier irgendwo verschwinden lassen. Ja, hier hat's einmal Tag. Inspektor? Oh oh. Hallo, Sie sind der Inhaber dieses Restaurants. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Geschäft. Ich bin der Gesundheitsinspektor für dieses Gebiet. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Geschäfte in dieser Umgebung sauber sind und den Vorschriften entsprechen. Sauber, ja? Okay, fair enough. Er hat gesagt, Geschäfte, nicht die Gegend. Ich hoffe, dass Sie ein anständiger Restaurantbesitzer sind, der sich an die Regeln hält und anderen Restaurants ein gutes Beispiel gibt. Denken Sie daran, Ihre Lebensmittel in Kühlschränken aufzubewahren, damit keine verdorbenen Lebensmittel herumliegen. Check. Außerdem wird Ihr Geschäft schmutzig werden, wenn Kunden kommen und gehen. Also vergessen Sie nicht aufzuräumen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht oft. Das wäre das Beste für uns beide. Auf Wiedersehen. Das sieht gut aus. Denk daran, deine Lebensmittel immer im Kühlschrank aufbewahren. Ansonsten muss ich das Restaurant schließen. Also dann, bis bald. Das war nicht wirklich freundlich, aber auch jetzt nicht wirklich böse. Also, weiß ich nicht. Fand ich jetzt komisch. So, neuer Tag, neues Glück. Was wir jetzt zuallererst mal machen, ist hier was umstellen. Denn das hier sehe ich nicht, wenn es zu Ende geht. Das ist jetzt so meine Idee von der ganzen Sache gewesen. Das mag jetzt sein, dass das vielleicht... Warum kann ich das denn nicht richtig... Okay. Anderer Plan. Oberflächen war das, gell? Nee, war das nicht. Einrichtung? Einrichtung war das. 120. Ja. Kann ich denn dich hier irgendwie vernünftig dran basteln? Das geht. Okay. Dann. Halt, hier. Geht das denn dann, wenn ich das... Ne, so bestimmt nicht. Aber wenn ich den jetzt... Warum kann ich den... Also... Warum weigert sich das Spiel denn so massiv, dass ich das... Gut, dann machen wir das halt mal händisch. Bist du nicht willig, dann werde ich gewaltig. So. Das dürfte doch ungefähr passen. Und wenn ich jetzt sage, anknüpfen. Ja, guck mal. Halt. Nein. So, du sollst da dran. Ja, wunderbar. So, und den da noch. Das ist tatsächlich ein bisschen fummeliger, als ich erwartet hätte. Aber okay. Ja, so ist das vollkommen in Ordnung. So, da kann ich einlagern. Das heißt, das ist nicht für nichts gekauft worden. Hier haben wir vielleicht noch... Weiß ich nicht, Platz für ein Blümchen oder irgendwas irgendwo, wo du mit dem Fuß hängen bleibst und dann hast du die ganze Scheiße hier in der Bude liegen. Irgend so was werden wir da sicherlich noch hinsetzen. So. Da haben wir schon das. Das haben wir schon gewürzt. Da die Sau hier würzt. Dann haben wir da noch die Mädkes drin. Und die Petersilie. Haben wir denn. Ah, wir können jetzt was freischalten. Guck mal.
Ja, da wir ein guter Kebab-Grill sind, würde ich das sagen. Wir nehmen uns auf jeden Fall mal die Bommes noch mit. Das heißt, wir müssen ja noch Kartoschkis kaufen. Ich glaube, der Tag geht auch gar nicht los, bevor ich hier nicht sagte, das ist geöffnet. Also kann der Tag ja unendlich viele Stunden haben, was ich irgendwie ganz interessant finde. Wo sind denn die Kartoffeln? Da. Aber die kosten ja nix. Nehmen wir doch gleich mal 20 von den Nix mit. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tür auf! Und ich würde mal behaupten, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich mache das jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob das klappt. Moment, Ketchup und Mayo habe ich da eben noch auf dem Bild hier sehen. Da. Ich wusste doch, ist mir schon mal irgendwo. Alter, 50. 50 für einen Kerl, 50 für eine Mai. Alter. Oh, sonst noch irgendwelche Köstlichkeiten. Mal gucken. Was war denn hier überhaupt sonst noch? Joghurt. Joghurt. Chili, Pfeffer, Kreuzkümmel, Sumach. Sumach? Sumach? Keine Ahnung. Minze? Rosmarin, Pimian, schwarzer Pfeffer und Salz. Dann haben wir da noch. Achso, ja, das hatte man schon mal. Ja, wenn wir Fritten machen, brauchen wir in jedem Fall Öl. Oh, das war vielleicht ein bisschen viel jetzt, aber. Ja, komm, dann holen wir noch zwei davon. Ach, wir werden schon das Geld wieder reinkriegen. Ich glaube an uns. Was haben wir da noch für ein riesiges Dönermesser? Alter. Ein Spießer. Hier ist sonst noch irgendwas versteckt, was mir jetzt gerade das erste Mal ins Auge springt. Was ist das denn? Dekorationspack? 350. 4000 haben wir noch. Wir gucken mal, wie der Tag läuft. Alter, 450 für den Scheiß. Dankeschön, auf Wiedersehen. Jo, dann gehen wir mal gucken. Erstmal das hier irgendwo gescheit reingeräumt. Wir haben das schon. Stimmt. Wir hatten das schon mal. Ach. Gut, ist nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben ja jetzt Frittos. Ja, das ist, wenn du so eine Aufnahme an einem anderen Tag machst, dann kannst du dich auch nicht mehr an alles erinnern. Außerdem 50 Shades of Demenz und so. Ihr kennt das mittlerweile von mir. Da passiert das schon mal. So, da können wir hier wieder zumachen. Dann würde ich doch sagen, schnappen wir uns schon mal die Kohlen und schmeißen das schon mal da drauf. Mit Anzündhölzkes. Jo, das machen wir gleich. Kartoffeln. Jetzt habe ich natürlich nicht den Hauch einer Vorstellung. Nur mal so drei Stück raus. Ich habe keine Ahnung, wie viel da gibt. Zu. So, lass uns mal gucken. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil das hier sieht nie aus. Das hier sind ja Kartoffelscheiben. Wenn ich das auch strange finde, dass mal Scheiben eher. Achso, das geht ja gar nicht auf. Ne? Das ist ein bisschen strange, dass das nicht klappt, wenn das nicht auf einer normalen Unterlage ist, sondern das nur auf der Schneidebrett funktioniert. Dass man erst Kartoffelscheiben macht und aus den Scheiben machst du dann. Ich habe noch gar keine Fritteuse, fällt mir mal gerade auf. Okay, ich weiß, was ich noch kaufen muss. Wenn du dann erst aus Scheiben machst und dann aus den Scheiben machst du die Stifte, das ist ja auch irgendwie. Weiß ich nicht. Wobei doch, macht Sinn. Wenn du jetzt bedenkst, wenn die Kartoffel mal Hälfte ist und dann säbelst du oben und unten noch einmal in der Mitte durch, dann hast du ja auch Scheiben. Doch, macht Sinn. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, Station. Gibt eine Mikrowelle? Oder ist das ein Öfchen? Mikrowelle. Hätte ich auch gern. Werden wir uns im Hinterkopf behalten. Das ist bestimmt nicht unbedingt verkehrt, wenn du, wenn du Sachen nochmal aufwärmst. 250.
Das ist immer noch teuer dafür, dass das eine Fritteuse ist. Wo stelle ich dich denn jetzt hin? Am besten gar nicht mal so. Nee, meine Überlegung war jetzt, nee, das fällt, aber ich denke nicht, dass das fallen wird. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Kann ich die hier hinpacken? Direkt so neben Wasser, weil Wasser und heißes Fett ist immer eine gute Idee. Nein, komm, wir setzen sie mal hier hin. Was? Elektrisch passiv in der Küche rein. Tier von Tier mit ja gut, das ist klar. Das habe ich mir schon gedacht, ich habe vorgesorgt. Und bin zu blöd, das einzuf. Wow. Die Flasche reicht nur für eine Ladung. Okay, das ist ein bisschen heftig. Ja. Nee, die frittieren wir dann. Hab ja keine Ahnung. Das wird ja wieder so sein, dass du damit so Servierteller machst. Das packen wir jetzt nochmal da rein. Da haben wir noch zweimal. Ich hätte sogar gerne noch ein drittes da liegen, aber fällt jetzt mal gerade aus wegen Isnet. Jetzt lass mal kurz gucken. Hier auf der Speisekarte. Ah, okay, das kannst du so nicht anheften, aber wenigstens so sehen. So, Kartoffeln, Kartoffelscheiben, befritten, Frittierkorb übertragen, Teller, Pommes frites, Ketchup, Mayo. Wo Salz? Hallo? Ich hab überlesen. Sonnenblumenöl, Kartoffeln nehmen, schneiden, Kartoffeln schneiden, Kartoffelscheiben, Pommes frites nehmen. Auf Frittierkorb übertragen, frittieren in einer Fritteuse zu den Teller hinzufügen. Pommes frites, Ketchup und Mayo. Okay, finde ich wild, aber ja, gut, wenn das so ist, dann ist das so. Komm, dann machen wir den. Gott, das ist, nee, das wird so, das ist doch ranzig, ganz ehrlich. das ist nur ein bisschen lustig. Hier direkt so. Oh Gott. Das wären die schönsten Fritten der ganzen. Ach nee, wir müssen ja sowieso. Das war. Okay. Das war gar nicht so falsch. Wir müssen die ja sowieso einmal quasi schon fertig machen für hier Gedönse. Also für das hier jetzt schon mal. So weit zuzubereiten. So, dann kommst du auch direkt mal mit. Wo wanderst du dahin? Dann brauchen wir noch dich. Und zwei davon. Wie sieht das hier? Oh, fertig. So. Wunderhübscher Teller voll Fritten. So. Einmal Fritos. Zutaten 93. Was habe ich denn? Was habe ich denn übersehen? Wieso ist das keine 100? Hm. Können wir jetzt aber ausmachen. So, dann werden wir hier mal anfackeln. Na komm. So. Das haben wir noch hier noch, denke ich jetzt mal. Also wenn wir beides jetzt noch 120 mal 120 Gramm sind, dann reicht das schon noch ein bisschen. Die muss zuerst runter. So, dann der nächste Dollarchen. Auf damit. Das war jetzt gekloppt, denn die muss noch geschnitten werden. So, einmal zwei. Ja, ich habe das schon auf dem Schirm, dass ich die noch nicht drauf habe. So. Und das postieren wir hier.
auch nicht von den Zutaten her nicht 100. Warum? Was habe ich denn falsch gemacht? Egal, jetzt werden wir erstmal die hungernde Meute, die sich vor den Türen türmt. Ja, kommen Sie rein, junge Frau, greifen Sie zu. Und lassen Sie. Achso, Oster, ja, da wollte ich auch noch gucken, da war doch irgend so was. Was habe ich denn da? Selbstbedienung, servieren Sie vor für Ihre Kunden. Was habe ich da vor? Ja, gucken wir gleich mal. Ich wollte eigentlich nach dem Ostergedöns so gucken, da war da auch geantwortet. Was ist denn hier mit 1? Ah, ich kann noch was auswählen oder was? Ja. Ja, da gucken wir dann. Sie wollen zahlen, sehr gerne. Ich hoffe, das hat Ihnen geschmeckt, kommen Sie bald wieder. Was habe ich hier unten gekriegt? Ladenbesitzer, ja. Du bist auffällig, die hat das auch geschmeckt, das finde ich sehr schön. Sie haben auch hinter sich gebracht, auch sehr schön. Das freut mich sehr, sie haben das Heil überstanden und gleich den Dreck da gelassen von draußen. So, dann können wir hier auch schon mal wieder ein bisschen sauber machen. Ich finde das auch lustig, dass hier das Wasser so blasen wird, denn Spülmittel sehe ich keins, aber naja, was soll's. Es ist und bleibt halt eben eine kleine Simulation. Ja, das ist nicht 100%, das muss es aber auch gar nicht sein, um Spaß zu machen. Du bist auch schon fertig, wunderbar. Her mit der Kohle raus. Gourmet ist verfügbar. Drücke Tab, um die Gourmet-Tablette. Okay. Das müssen wir im Auge behalten. Ja, dann nimm dir doch. Kohle, ja. Auf Wiedersehen. Oh, die Fritten sind. Die Fritten sind schon fertig. Oh Gott. Hier. Gib Gas. Geht das so? Nein, warum nicht? Jetzt wird es aber gehen. Hoffe ich doch. Ja, ich komme sofort. Ich bin ja schon unterwegs. So, da rein damit. Frittierkorb. Ich kann die. Jetzt sehe ich die Fritten. Kann ich dich auch so... Jetzt sehe ich nicht, wie weit die Fritten sind. Ach du Scheiße, das ist auch fertig. Einfach mit den Fingern aus der heißen Fritteuse geholt. Alter, das sind der krasseste... Das sind der krasseste, Restaurantbesitzer dieses Landes. So, Truffel. Das ist immer nur 93. Warum? Hier, das andere ist ja auch schon durch einmal, dann druckt man jetzt. Ja, ich komm gleich. Her damit. Du auch? Jawohl. Nein! Oder ja. Muss ich mal hier einen Scheiß hier lassen müssen. So, was? Ja. Ah, Ei. Eier, ist cool. Oh oh. Ich hab Stress. So, rum. Das ist bestimmt jetzt nicht 100 pro. Okay, das kann aber auch nicht weit drüber sein, um ehrlich zu sein. So, du bist jetzt fertig. Dich zersäbel ich noch schnell. Zwei Petersilchen drauf. Tür zu. Mitkommen. So. Der Tag ist vorbei. Ja, wie schön, dass ich jetzt... wie schön, dass ich jetzt nochmal alles hier voll gemacht habe. Ist ja zauberhaft. Ja. Ja, da können wir hier auch rausmachen. Der fackelt dann eh vor sich ab. Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Gut, dann können wir den Kram hier wieder abräumen. Dann haben wir jetzt einmal 200er. Was kostet der Drip-Ei rausgeschmissen?
Und das mal sauber. Jetzt habe ich das Äquivalent von... Wie viel hat das gekostet? Ich glaube, einem Bier. Ich glaube, das kostet auch 200. Und jetzt einfach mal quasi rausgeschmissen. Weil ich die Preise hier echt strange finde. Also so Rippei, weißt du, das ist gutes Fleisch an für sich. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber wieso dann ein Bier, ein Cocktail und was war das andere noch? Ein Whisky oder was? Ich weiß es nicht mehr. Das hat auch alles irgendwie 200 kostet. Das ist dann... Vor allem, es geht ja hier nicht um... Geht ja hier nicht um eine Flasche, sondern um ein Glas. Naja. Jetzt gucken wir aber in einem mal... Ach, das ist das Radio. Jetzt gucken wir mal noch kurz. Ah, okay. Ich kann mir hier Fertigkeiten noch kaufen. Schnittmesser. Schrittweise Schnittgeschwindigkeit. Maximaler Service. Okay, mehr Teller finde ich gar nicht dumm. Schneller Geschirrspüler. Ich beabsichtige das nicht ewig zu machen. Rabattsüchtig. Eine schrittweise Rabatte auf kaufbare Materialien finde ich auch nicht falsch. Die Nahrung verbrennt nun allmählich langsamer. Finde ich auch jetzt nicht unbedingt verkehrt, aber ich wollte eigentlich wissen... Achso, übrigens, hier, guck mal, ich habe uns mal Klamotten gegönnt. Ich konnte mich so in kurzer Hose nicht mehr hier in dem Restaurant ertragen. Ich wollte eigentlich wissen, wo ich jetzt das hier mit den mit dem Osterzeug finde. Und vor allem, was habe ich hier von, wenn ich hier irgendwas komplette? Ah, okay. Wo finde ich das? Inventar? Ah, okay. Da ist auch das Osterkörbchen. Kann ich das jetzt irgendwo hier hinstellen? Und die Leute nehmen sich was da... Ah, nee, Moment, ich muss da drin was sammeln. Jetzt... Ah, wegen den Eiches, die ich hier... Geh mal weg. Die ich hier immer wieder krieg, oder was? Zwei Eichen. Drei Eichen. Vier Eichen. Und fünf. Aber du siehst da drin auch gar nichts. Das ist so blöd. Was mache ich denn jetzt damit? Dann stelle ich halt eben den Eierkorb da drauf. Ich stelle den Eierkorb da drauf. Macht sich bestimmt gut da oben drauf. So. Haben wir sonst noch irgendwas zu... Nein, das ist diese sinnfreie Raum. Nö, mehr haben wir jetzt eigentlich für heute tatsächlich nicht mehr. Closet. Ach komm, wir gehen noch kurz das Fleisch holen, weil ich sinnfreierweise gerade weggeschmissen habe. Hi. Ich hätte mal gern noch so ein Ribeye. Hätte ich sonst noch irgendwas gerne? Ich hätte gern so eine traurige Wurst. Nö, dann... Dankeschön auf. Das war die Scheibe. Auf Wiedersehen. Klingling. Das schneiden wir aber noch ganz kurz mal. Ja, der Grill hat das auch schon wieder hinter sich. Komm, dann pfeffern und salzen mal die ganze Kiste noch kurz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hallo? Da. 3, 2, 3. Rein damit. So, ein Scheibjes. Und noch ein Scheibjes. Tür zu. So, ich denke, jetzt sind wir aber fertig. Und ich würde sagen, morgen gucken wir mal, was der Gourmand da so auf Lager hat. Wo war der denn? Hey. Ja. So. In unserer
kolossalen Bude. Wir haben für den Raum hier ja nicht mal eine eigene, nicht mal einen eigenen Lichtschalter. Scheiße. Oh Gott. Ja. Mal sehen. Ist ja noch Early Access, aber kann man ja bestimmt. Kann man doch ganz bestimmt irgendwie auch noch ein bisschen nachdekorieren oder so. Oder vielleicht kommt das ja zumindest noch. Wir werden es sehen. Oh. Gegrilltes Fleisch. Ist jetzt Stufe oder was ist das? 3? Oder ist das da Stufe oder das da? Ich weiß es nicht. Okay, was heißt das mit dem Balken da? 1130. Ausgaben 370 oder was heißt das da? 9 Gerichte. Plus minus 690. Irgendwas. Oh, ist doch gar nicht so schlecht. Kunden 8,5. Was auch immer mir das sagen soll. Aber wir haben 3 Sterne. Hey, so scheiße kann nicht gewesen sein. Und good morning in the morning. So, dann gucken wir auch direkt mal. So, was muss ich denn jetzt machen, wenn ich mit dem Gourmet da irgendwas handhaben will? Mitarbeiter, Gourmet. Der schaltet mir neuen Kram frei. Dann inviten wir den mal. Ich werde morgen da sein. Morgen erst? Ach komm, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das... Okay, pass auf. Wir haben ja... wir haben nicht ganz eine halbe Stunde. Wir machen jetzt schnell den Tag hier und dann hauen wir noch den Gourmet hinten dran. Ich versuche das alles so... Wo ist mein Öl hin? Ich versuche das alles so fix wie möglich jetzt zu machen. So, einmal Fleisch. Dann einmal Tomätjes. Dahin mit dir. Dann davon 2. So, einmal Frittjes. Da drauf. Ich habe keine Fritten mehr. Scheiße. Da drauf. Da drauf. So, dann säbeln wir die noch kurz mal in Frittjes. Ah, der nervöse Triggerfinger zu früh losgelassen. So, ran damit. Wo liegen da? Okay. Ran damit. So, Öl. Halt. So, dann brauchen wir noch Kohlen. Wir brauchen noch Hölzjes. Den machen wir auch schon mal direkt an. Dich machen wir an. Mich hier direkt da reinfeuern. Jawohl. Das kann jetzt nur scheiße werden. Das verliere ich doch mit absoluter Sicherheit jetzt aus den Augen. Nein! Was zur Hölle? So, doch komm mit. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh Gott. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht perfekt. Das ist nicht der Standard, wo wir hinwollen. Das ist aber ehrlicherweise jetzt auch mal ganz kurz egal. So. 1, 2, keine Sauerei. Drauf damit. Ach, ich habe auch noch gar nichts festgelegt. Also, wie üblich. Einmal dies, einmal das. Einmal. Ja, ja, war klar, war gewusst. So, dann die Frittjes, die furchtbar hässlich auf dem Teller aussehen. Wenn du einfach siehst, das, was du gemacht hast, dass das schlimmer aussieht wie an der Tankstelle. Das ist... Boah. Egal. Kommen Sie, kommen Sie. Treten Sie ein. Na also, geht doch. So, den können wir wieder da zupacken. Was hat das eigentlich hier mit 0,9 Sterne und 2,9 Sterne zu tun? Ist das die Beliebtheit? Oh.
Ja, guck mal, die jubelt doch trotzdem. So scheiße kann das Essen nicht sein. Er ist auch happy. Jawollo. Was? Kommt hier rein, schmeißt erstmal ihre Scheiße hier in den Laden. So, noch jemand? Nee, einfach nur Essen ist gut. Schön. Her damit. Und raus. Du warst aber auch schon ein paar Mal hier. Das war ein sehr intimer Moment jetzt gerade. Ja. Komm. Damit. Was liegt da schon für Scheiße auf dem Boden? Sieht ja aus wie bei McDonald's hier. So. Weg damit. Oh, da ist das Fleisch auch schon fertig. Direkt mal zu. Ja, ich bin unterwegs. Wieso habe ich zwei Scheiben da drauf liegen? Ist halt, wieso kann ich die nicht drehen? Hallo? Scheiße, da war aber jetzt gemein. Dafür konnte ich aber jetzt nichts. Das war aber mies. Freunde der Nacht, das war jetzt kacke. So, drauf damit, drauf damit. Contenance! Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Essen macht sich nicht von alleine. So, was ist hier? Hier schmeckt das. Keine Teller mehr. Oh. Ja. Kommt. Hier und so eine studentische Hilfskraft haben, die mir hier beim Spülen hilft. Ja, ich bin ja schon. Oh, cool, noch ein Ei. Ja, ich komm. Ei her. Kann ich das Ei auf den Grill schmeißen? Moment, gleich mal ausprobieren. Mit da rein. Nein. Definitiv nein. So, das Fleisch, das kann ich wieder da. Oh Gott. Direkt schon fürs nächste Mal mit versaut. So, der Tag ist vorbei. Das ging ja hui. Irgendwas noch dreckig? Nee. Sure? Ja. Dann packen wir die noch ganz kurz mal wieder weg. So. Noch einer. So. Fresh. Was mache ich mit dem Osterkörbchen? Ich weiß es halt immer noch nicht. Ich lasse halt jetzt einfach da drin stehen. Ganz ehrlich, das ist bis morgen, da kriegen wir ja eh wieder die Teller zurück. Oh, Lichtchen aus. So, und zurück. Und morgen kommt der Gourmand. Ja, direkt mal halb tot ins Bett fallen. Zwei? Ich weiß es nicht. So, wir hatten keine Ausgaben. Das heißt, wir haben richtig Cash gemacht eigentlich. Sind jetzt über 5000. Ja, guck mal. Was heißt das hier?
Wer ist das hier und wer ist das da? Sind das Meinungen oder? Ich weiß es nicht. So, Spiel wurde gespeichert. Wir haben ein neues Rezept. Ja, heute machen wir erstmal den Gumon. Gucken wir uns mal an, was das mit den Rezepten auf sich hat. So, Klingeling. Hallo, da bin ich wieder. Sie kennen mich vielleicht aus Funk und Fernsehen. So, rein damit. Rein damit. Die waschen wir noch gerade. Ballern die aber direkt schon wieder raus gleich. Weil die sind jetzt noch schön und fresh. So. Dann einmal Fleisch. Das brauchen wir gleich. Noch einmal Tomatius. Noch zweimal Petersilie. Dann einmal Fritjes. Dann machen wir hier die Tür zu. Fritos brauchen wir wieder Öl. Wenn man das nicht zumachen kann. So, einmal an. Dann einmal Kohl. Ich finde das ja übrigens vorbildlich. Sagt mal. Ich finde das übrigens vorbildlich, dass hier irgendwie täglich das Öl an der Fritteuse getauscht wird. Da hast du sonst nirgendwo. Also wirklich definitiv nirgendwo. Wird das eigentlich so heiß genug jetzt? Wir werden jetzt sehen. Wäre jetzt fertig, aber heiß ist das nicht. Das wäre heiß. Doch, jetzt ist es heiß. Hä? Nachgegart oder was? So. Sagt ihr? Ihr sagt, ihr seid schon wieder verbrannt. Scheibenkleister. Alter! Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir, ich sollte über den Perk nachdenken, dass Sachen langsamer verbrennen. Ich weiß nicht warum. Kann ich eigentlich auf den Kiosk machen? Nee, schade. Ach so, ich muss ja sowieso erstmal. Geht das jetzt von hier aus? Ja, guck mal. Geil, da haben wir auch gleich den, haben wir gleich den Ketchup mit umgekegelt. So, dann können wir aufmachen. Was ist das? Achso. Oh, für den Gourmand. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Ja, dann trab an, du Klappstuhl. Egal, was du willst, ich koch dir hier alles zusammen. Mit den spärlichen Zutaten, die ich noch habe. Das ist eine sehr gute Wahl, Sir. Nehmen Sie sich einfach und nehmen Sie Platz. Wo kommt er denn? Freut mich, dass es Ihnen schmeckt, Sir. Du bist nicht der Kritiker. Von wegen Kritiker-Gourmet. Aber du kommst essen, das finde ich gut. So, Dankeschön. Du gehst hier ein Fleisch. Ups. Du elender Schmuddelfink. Ich werde gleich da sein. Ein Tisch reserviert. Ja, haben wir. Das haben wir. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen, junger Mann. Ist jetzt gerade nicht gut.
sieht irgendwie schick aus. Auch hier so mit Menükarte und so. Warum machen wir das nicht immer so? Nimm dir. Aha, Blubberbert. Was darf es denn sein? Mm. Hola, amigo. Mm. Mein Name ist Juan. Ich bin hier als der... Meister des Schmerzens bekannt. Des Schmerzes? Okay. Egal. Bekannt und jeder, der mich kennt. Jeder kennt mich. Juan, der Schmerzliebhaber. Das ist sehr schön. Das ist aber dein privates Ding. Für mich ist ein scharfes Essen eine Lebenseinstellung. Ich kann nicht ohne ein bisschen Schärfe in meinem Mund leben. Sogar der Kaugummi, den ich kaue, ist scharf. Du willst also meine Zustimmung? Dann könnte ich einige Schmerzen... Das könnte dich einige Schmerzen kosten. Wir haben schon lange keinen neuen Chefkoch mehr gesehen. Der Meister hat so viele Chefköche ruiniert. Du zählst schon die Tage... Was? Du zählst schon die Tage, um einer von ihnen zu werden. Hehe, so soll ich sein. Ja, komm, sag mir doch endlich, was du haben willst. Mach mir ein Gericht mit Hähnchenkeulen, mit scharfen Zutaten. Was? Hähnchenkeulen mit scharfen Zutaten. Es gibt davon... ich sag mal, einen Spitznamen. Ich liebe Schmerzen, Juan. Guten Tag. Ach, scheiße. Hähnchenkeule, ja. Stopp. Hähnchen, Hähnchen. Du bist Hähnchenkeule. So, Hähnchen. Ja, damit. Ja, bin unterwegs. Ja, gleich. Ich hab gerade Stress. So. Steht nicht mehr auf der Speisekarte, so, also Tomaten schneiden, servieren. Aha. Also trockene Tomate eher. Ich kann den, will den ja nicht wirklich warten lassen. Tomate, Chili Pfeffer haben wir nicht. Grillen Tomate, schneiden Tomate zu einem Teller, servieren. Ach, hier oben. Salz und Chili Pfeffer. Also grillen wir erstmal das Mädchen. Chili Pfeffer habe ich nicht. Das könnte jetzt ganz übel schief gehen, was ich hier tue, aber ich probiere trotzdem. Wie war das jetzt? Ich hab das nicht auf der Speisekarte, so eine Scheiße. Drei Salz und drei Chili Pfeffer. Chili-Pfeffer, so. Ich habe keinen Stress. Ich bin nur einfach so mal ganz kurz ruhig. Die umdrehen. Neue Tellerchen. So, das kann da schon drauf. Hat da sonst irgendwie noch so irgendein Blödsinn dabei? Ne, nur die Tomaten. Bitteschön. Okay, der lässt sich Zeit. Aha.
Ah, Eis, Eis, Eis. Das ist genau die Art von Schmerz für Juan. Nun, ich bin vielleicht ein wenig zu weit gegangen, aber du wirkst vielversprechend. Ich werde dein Restaurant für gut befinden, auch wenn der Meister wütend darüber sein wird. Ich sollte besser einen Weg finden, es ihm zu erklären. Juan Ende. Ja, das ist... Immerhin. Okay, wir haben jetzt ein neues Gericht, was ich eigentlich so nicht auf dem Schirm stehen hatte. Aber immerhin, wir haben auch noch irgendwas eingelagert. Da muss ich gleich mal gucken, was wir da so gekriegt haben. Aber so im Großen und Ganzen war der doch gar nicht so falsch. Ein bisschen großkotzig, aber doch gar nicht so schlecht. Hier nochmal sauber. Das ist übrigens das nächste, was wir mal ändern werden. Der Boden hier, der geht überhaupt nicht. Das ist ausgegangen. Das Fleisch. Und ausgerechnet Fleisch will die Dame. Na super, ist ja. Und der Ofen ist aus. Super, wird immer besser. Ja. Ach du Scheiße. Tag, ich bin's mal wieder. So, her damit. Tschüss. Das war die Pflanze. Ja. Ich komm gleich. Da, rein damit. Nicht schon wieder ein Ei. Okay, die geht gleich angepisst. Nein! Das ist jetzt total over, dass ich das hier noch... Nee, komm, dann geh. Dann geh halt. Das wäre jetzt Bullshit. Ich hab einem Kritiker standgehalten. Raus! Das darf nicht wahr sein, jetzt will die auch noch Fleisch. Karma. Da sind wir wieder. So, da brauchen wir ja noch ein Tomatis. Da hinten noch drauf werfen. Zwei davon. Ja. Kommt. Tag. Ja, damit. Na, ist schön. Was macht... Wieso versaut die mir da hinten den Boden? Ich glaube, es hackt. Das ist wieder total die Verschwendung, was ich hier gerade tue. Nein. Der Tag ist vorbei. Ja toll, jetzt haut die... Du elende Scheißkuh. Dann halt nicht. Das war jetzt so ganz leicht chaotisch und hat echt mehr Geld gekostet, als es tun sollte. Ein bisschen Reputation hat das auch gekostet. Weil die eine Tante ist ja auch schon angepisst rausgelaufen. Hätte ihn einfach gemacht, wäre gut gegangen. Kohle haben wir keine, Anzünderhölzer haben wir keine, Öl haben wir keine, aber Fleisch haben wir auch keins mehr. Kartoffeln haben wir noch ein paar. Und die hat hier die Hütte versaut. Hurra! Aber immerhin, den Kritiker oder den Gourmet haben wir ja ganz... Der ist ja... Gott sei Dank ganz zufrieden mit uns gewesen. Liegt noch ein Ei rum. Das packen wir auch noch hier oben in den Korb. So, das können wir dann... Hoppala. Das können wir dann auch wegschmeißen. So, weg damit. Da haben wir noch ein Ei. Ab in den Korb. Wo ist das Ei denn jetzt hin? Hat er doch funktioniert? Ne, hat nicht funktioniert. Ich wollte gerade sagen. So, 10 Eier. So, dann lass mal gucken. Ich würde gerne alle drei für morgen auf die Karte setzen. Da
brauchen wir Hühnerbeine. Wir brauchen definitiv wieder Tomaten. Ja, 2, 4. Oh, noch 2 dabei. Also 2 mal Tomaten. Dann 2 Ribeis und ich würde sagen 4 bis 6 Hähnchenkeulen. Das wird jetzt richtig teuer. Tag. So, 2 Ribeis. Ach du Scheiße. 4 bis 6 Hähnchenkeulen. Was noch? Von die hier sonst jetzt erstmal auch nichts mehr. So, da packen wir gleich aus. Dann von hier drüben brauchen wir ja noch die Kartoffel. Ne, nicht die Kartoffel, die Kiste Tomatjes. 4 Stück. Brauchen wir auch nochmal 2 Stück mit. Brauchen wir sonst noch irgendwas? I don't think so. Nö, ich glaube nicht. Aber ganz ehrlich, Gemüse kostet hier nichts. Wollte gerade sagen, was ist denn das für ein fancy lilanes Licht, was ich da sehe. Aber den Laden kennen wir ja. So. Da runter damit. Das müssen wir anders organisieren. Ach, jetzt habe ich das Öl vergessen. Kacke. Dann gleich nochmal los. So, einmal. Zweimal. Weißt du was, ich schwitze die dann morgen. 4, 5 und 6. So, dann haben wir hier noch Tomatjes liegen. 1, 2, 3, 4. So ein bisschen wie zählen lernen mit Graf Zahl. Vielleicht kennst du das noch. So. Da schneiden wir noch kurz ein Kartoffelkes. Ah, Kohle habe ich auch noch nicht. Machen wir mal 2 Stück. Ne, kommen wir mal an 3. So, 3 Stück Fritten. Hier die Tür wieder zu. Was war hier unten nochmal drin? Achso, jetzt sind die Kartoffeln. Dann nehmen wir uns noch 3 mal Holzkohle und 3 mal Anzündhölzer. Brauchen wir, ach ja, Olivenöl. Olivenöl. Und noch 3 Stück mit. Alter. Für wie viel Tausend haben wir denn heute eingekauft? Alter, so werden wir hier niemals reich werden. So, Rinder mit. Rinder mit. Rinder mit. Damit auch. Damit auch. Und damit auch. Du kommst da rein. Da rein. Und da rein. Tür zu. So. Jetzt alles Chaos hier wieder beseitigt. Jawohl. Ich wüsste immer noch gerne, was man mit dem Ostereierkörbchen machen kann. Aber wir werden noch feststellen. Aber nicht mehr heute. Denn, liebe Freunde, das war die 2. Folge Kebab-Chefs. War ein bisschen chaotisch hier und da vielleicht. Was ist denn da so hell? Ach, das sind die... Ja, okay. War hier und da vielleicht ein kleines bisschen chaotisch. Keine Ahnung warum. Ich hoffe trotzdem, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge Kebab-Chefs wieder mit dabei oder bei einem anderen Projekt auf dem Channel. Schaut gerne mal rein und jo, dann bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu... Ich war gerade verwirrt. Wo die Tür hier? Ne, das ist unsere Fake-Tür. Fenster, Gedöns. Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ne, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schaut gerne auch mal in die anderen Projekte rein, wenn ihr mögt.
Und ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nicht mehr viel übrig, außer euch noch einen leckeren Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao. Thank you.